Also, ich hatte folgenden Fehler. Singer C4, wo die Nähkapsel unten bzw. das Fach normalerweise verstopft ist. Das war aber nicht verstopft. Von daher wusste ich nicht, was das Problem ist. Der Motor ist durchgedreht, aber die Nadel hat sich nicht mehr bewegt. Also bei vielen Sachen, wo ich die im Internet gefunden habe, sollte man die einschicken. Da ich die aber schon länger stehen hat und die Garantie abgelaufen ist und ich die aber erst 3 Wochen in Benutzung habe, habe ich gedacht, machst du mal selbst auf und guckst rein. Problem beim Aufmachen ist, überall sind kleine Schrauben. Die musst man unten an den Seiten überall rausdrehen. Alle Schrauben. Am besten mit Tesa, wie ich hier gemacht habe, festkleben, dass man weiß, wo die nochmal hinkommen. Und dann kann man das hier so aufmachen, das Gehäuse nach und nach. Einen flachen Schraubenzieher für das Auseinanderzupricken ist von Vorteil. Aber ich würde aufpassen, ihr macht euch damit auch das Gehäuse kaputt. Am schwersten wird es sein, wenn ihr hier unten drin seid. Da hängt das ganz eng zusammen, das Gehäuse. Da müsst ihr ganz vorsichtig erst das andere auseinanderbrücken und dann nachher da. Ihr dürft nie ganz auseinanderziehen, weil die Elektronik ist auf der anderen Seite verarbeitet. Wenn ihr das macht, habt ihr die Nähmaschine kaputt gemacht, dann müsst ihr so oder so einschicken. Also mit Vorsicht und Hut rangehen. Und das Problem bei meiner Nähmaschine war einfach nur, dass der Gummi, den ihr hier seht, komplett runtergesprungen ist und sich ausgehangen hat. Und ja, dann musste man den halt neu spannen. Trick ist, man kann den nie ganz aufziehen. Ihr macht den hier oben halb drauf auf die große Spule, unten hängt ihr es dann ein und dreht dann in entgegengesetzte Richtung, also zu euch, dass der Gummi sich wieder einhängt. Dann zieht er sich selbst auf die Spule und das Ganze ist dann wieder so drauf. Ja, und das ist eigentlich schon, wenn das geht oder wenn ihr das draufgespannt habt, habe ich die Nähmaschine getestet und die geht wieder. Also einfach das machen und wieder zusammenschrauben. Easy going. Dafür braucht man sie echt nicht einzuschicken. Ich kann jetzt nicht 100% sagen, dass das nur der Fehler 4C das passieren kann, aber bei mir war es das. Die Kammer nicht verstopft, der Gummi abgesprungen und nach Behebung des Gummifehlers ging's wieder. Also eigentlich ganz leicht. Was ihr noch aufpassen müsst, wenn ihr hier das Rädchen zum Aufdrehen, wo der Faden aufgesponnen wird, rausmacht, fällt so eine kleine Platte durch. Die sieht so aus. Wenn die dann durchgefallen ist, müsst ihr die nachher auch nochmal beim Reinmachen logisch festschrauben. Die könnt ihr vielleicht mit dem Finger festhalten und dann oben einsetzen. Also das dürfte kein Problem sein, denke ich. Ihr müsst die, glaube ich, dann immer rausmachen, weil wenn man hier sieht, ist das, ja, das Stück einfach da drauf, also muss man die gar nicht unbedingt abschrauben. Ansonsten war es das. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr könnt damit was anfangen, weil ich habe nichts darüber gefunden auf Deutsch. Und ihr könnt mich gerne auch anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Aber wie gesagt, ich habe normalerweise auch nicht wirklich Ahnung davon. Ich habe das einfach jetzt mal gemacht und das ging eigentlich relativ leicht. Also probiert's mal aus und hoffe, euch gelingt es so, wie es mir gelingen ist. Bis dann.